So, damit hallo und herzlich willkommen zu so einem kleinen spontanen Video. Nämlich heute drehte sich alles um das diesjährig voraussichtlich kommende Need for Speed. EA hat es ja schon indirekt angekündigt. Es wurde ja gesagt, dass in diesem Geschäftsjahr noch ein neuer Need for Speed Teil auf den Markt schlagen wird. Geschäftsjahr endet März 2013, also kann man ja wieder rechnen. Ungefähr das März, sondern November, Dezember, so in die Richtung. Wie jedes Jahr eigentlich ein Need for Speed wieder über die Ladetheken gehen kann. Es wird ja aktuell viel darüber spekuliert, was könnte das neue Need for Speed sein, woran werkelt EA gerade, beziehungsweise nicht EA, sondern die Entwicklerstudios von EA. Und in aller Munde ist aktuell Need for Speed Most Wanted 2. Das hatte auch vor kurzem ein südafrikanischer Händler gelistet. Der hatte auch kurz vorher Dead Space 3 gelistet. Das wurde auch vorher noch nicht offiziell angekündigt, ist es jetzt mittlerweile aber auch. Das wurde eben mit Need for Speed gesagt, dass es bis März 2013 kommt. Und ja, der hatte Most Wanted 2 gelistet und seitdem wird auch viel spekuliert, könnte das der neue Teil der EA-Serie, der Need for Speed-Reihe werden. Ich bin mir noch aktuell, bin ich ziemlich unsicher, ob es dieses Spiel wirklich geben wird, weil eher wird es ein Reboot der Serie, also das ist ein bisschen eine andere Story erzählt, nicht von demselben Typen, den man in Most Wanted Carbon gespielt hat, weil nämlich das Problem wäre, von Most Wanted der Nachfolger war nämlich Carbon und so würde direkt ein Nachfolger von der Most Wanted-Story keinen Sinn ergeben. Beziehungsweise, wenn er aus einer anderen Sicht erzählen würde oder stammen würde, dann würde das vielleicht sogar noch passen. Deswegen, zudem muss man sagen, die Most Wanted Teile, oder Most Wanted und Carbon wurden beide von dem netten Entwicklerstudio Blackbox entwickelt und die haben ja das letztjährige Need for Speed 1 gemacht. Davor war aber Criterion Games für NFS Hot Pursuit, also dafür schon für das Revival oder den Reboot dieser Serie zuständig. Und mich würde es echt wundern, wenn Blackbox sich aufgeteilt hätte und an zwei Spielen gleichzeitig arbeitet. Und ob Criterion Games oder sich andere sich echt zutrauen, Most Wanted zu rebooten, also eine dieser riesigen Serien, einer der besten Teile der Need for Speed Reihe, sich das zutraut, das zu rebooten, man weiß es nicht und ich würde mich echt wundern, wenn sie es machen würden, aber manche sagen auch, DICE würde da was mit zu tun haben, dass die irgendwie in die Need for Speed Serie, auch gab es Gerüchte, an der Need for Speed Serie mitentwickeln, haben ja schon bei Hot Pursuit, den Multiplayer-Modus mitdesignt, deswegen, mich würde es nicht wundern, die haben ja früher hat DICE auch hauptsächlich vor der Battlefield 3 Rennspiele gemacht, zwar minder erfolgreich, aber das lassen wir dahingestellt, die haben sich ja mittlerweile auch ziemlich gewandelt und machen echte Top-Games und mich würde es nicht wundern, wenn EA da noch ein drittes Team an die Need for Speed Reihe ranlässt, um da mal wieder ein bisschen Aufschwung reinzuholen, nachdem Need for Speed 1 ja jetzt auch nicht unbedingt das geilste Game ever war und erstens viel zu kurz und Hot Pursuit von Criterion Games war eigentlich recht Bombe und da muss ich sagen, vielleicht sollten sie Blackbox mal die Finger von weglassen und ein anderes Team ranlassen und die könnten vielleicht auch Most Wanted reviven, das wäre auch schon mal geil. Es gibt ja auch manche, die sagen, ich möchte lieber sowas wie Most Wanted Underground, das war noch ein richtiges Need for Speed. Ich möchte keine Supersportwagen, dem möchte ich einfach jetzt mal so sagen, die haben die vorherigen Teile nicht gespielt, ihr müsst so sehen, Underground 1 ist glaube Teil 7 der Need for Speed Serie, so kann man sagen, es gibt noch 6 Teile vor diesem Spiel, die nichts mit Tuning oder Kleinwagen oder sonstigen mickrigen VW Polos oder sonst was zu tun hatten, sondern mit Supersportwagen. Ab Need for Speed 1 bis Need for Speed 6, was Hot Pursuit 2 war, gab es nur Supersportwagen in der Serie und die Teile vorher waren alle durchweg geil. Da gab es keinen Flop, da war alles Bombe, was EA da entwickelt hat. Da muss man wirklich sagen, das war ein richtiger Hammertitel. Und ich glaube, Blackbox entwickelt erst seit Underground. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine aber, Blackbox wäre erst seit Underground Need for Speed Entwickler. Das haben sie ja bis Carbon haben sie es ja noch gut hinbekriegt. Pro Street war meines Wissens auch nicht, zumindest meines Erachtens kein schlechtes Game. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Und ja, danach muss man sagen, haben sie ein bisschen an Qualität verloren, weil sie da eben unter Stress gesetzt wurden, denke ich auch von EA, ihr müsst es ein Jahr ein Spiel wieder raushauen, es ist so wie mit der Call of Duty Serie, die entwickelt sich auch nicht weiter, weil einfach in einem Jahr kaum Zeit dafür da ist und die müssen halt auf ihre alten Engine beharren und sowas und da kann Blackbox auch keine Wunder erzeugen und plötzlich ein Hammer Spiele aus dem Arm schütteln, zumindest bei aktuellen Anforderungen von EA, bei uns war das sowas, ich weiß nicht, da haben sie es ja echt noch top hingekriegt und sagen wir so, ich würde mich echt über ein neues Need for Speed Most Wanted oder echt Underground oder sowas freuen. Auch meinetwegen ein neues Hot Pursuit, doch mal ein Revival von Criterion Games. Weil das letzte war einfach Bombe. Wenn es aber ein bisschen was mit dran feilen, dann wird es wieder ein Hammer Game. Also ich hoffe einfach, dieses Jahr Need for Speed 2012 wird
entweder Most Wanted, dass da vielleicht ein neuer Teil kommt, zum Beispiel in die Richtung wieder kommt, oder eben Criterion Games wieder was Hammer entwickelt. Und vielleicht macht da es ja wirklich was, man kann es ja vielleicht glauben, wer weiß. Und je nachdem muss man einfach mal schauen, was die EA sich da diesmal einfallen lässt. Und naja, ich halte die Serie bisher noch nicht für tot, also sie hat manchmal ihre Abstürze jetzt gehabt, aber mit Need for Speed und Hot Pursuit habe ich schon wieder so einen kleinen Lichtblick gesehen. Und für mich war die Need for Speed Serie nie richtig schlecht. Es gab so immer so kleine Fails, die sie damit reingesetzt haben, und es war halt nicht perfekt, das ist klar, aber ich finde die Serie ist einfach geil, und das ist mit keiner aktuell zu vergleichen, mit keinem anderen Spiel auf dem Markt. Und ich will einfach nicht, dass die Serie stirbt. Ich bin einfach ein großer Fan dieser Serie. Und ja, wie ihr mich kennt, ich werde das Spiel mir sowieso vorbestellen, wenn es präsentiert wird. E3 kommt ja bald und ist jetzt im Juni. Und ja, da wird es hundertprozentig einen Trailer zu dem Spiel auf jeden Fall geben. Ein paar handfeste Infos direkt. Und ja, dann werden wir weitersehen, was EA da so jetzt uns präsentiert. Ich werde da nochmal ein Video dazu machen zur E3-Präsentation von dem neuen Need for Speed. Und hoffen wir überhaupt, dass es dieses Jahr kommt. Es kann ja auch sein, es das heißt ja bis März 2013, kann auch noch Anfang nächsten Jahres kommen. Ich denke aber eher weniger, dass EA sich das Weihnachtsgeschäft entgehen lässt. Auf jeden Fall werde ich da nochmal ein Interview zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf die E3 und mal schauen, was EA da macht. Sie hatten ja auch mal eine Umfrage schon mal gemacht, dass ob wir Underground oder Most Wanted besser fanden auf Facebook und so was. Scheiß. Deswegen, also sie sind sich da wohl, sie deuten wohl selber schon drauf hin, und es verdichtet sich immer mehr. Aber mal sehen, was EA da macht. Ich bin Elben5, schreibt mir vielleicht da drunter, was ihr euch wünscht, ob ihr denkt, dass ein Most Wanted 2 überhaupt rauskommt. Und für die, die vielleicht in Flame, was da was für ein Scheiß, guckt bitte auf das Datum, wann dieses Video hochgekommen ist. Da könnt ihr dann daran sehen, wann ich meine Meinung dazu bezogen habe, und es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine Infos zu diesem Game. So, ich bin damit raus. Ich hoffe, meine Meinung hat euch so ein bisschen interessiert, und bis dann. Ciao.